Willkommen zurück. Jetzt wird's richtig heiß. Reporterin Sandra nimmt uns heute mit, und zwar in die Sauna. Das wäre an sich ja schon ziemlich reizvoll, aber Sandra ist dort nicht allein. Ich stehe da in Südtirol, bewaffnet mit einem Handtuch, aber das heißt nicht, dass ich hier zur Erholung bin. Nein, ich lasse mich jetzt in die hohe Kunst des Saunierens einweisen. Und dazu treffe ich keinen geringeren als den amtierenden Sauna-Weltmeister im erlebten Aufguss. Und den sehe ich schon da drin. Andreas Kofler ist seit 4 Jahren der weltbeste Saunierer. Ziel dieses Wettbewerbs ist es aber nicht, möglichst lange in der Sauna zu bleiben, sondern den perfekten Aufguss und das ultimative Saunaerlebnis zu kreieren. Servus Andreas, mal der Sauna-Weltmeister. Sauna, grüß dich. Servus. Hallo. So, du bist schon ganz fleißig hier bei der Hitze. Es ist ja wahnsinnig heiß da drin. Die Haare auch machen. Was muss man können als Sauna-Weltmeister? Wie wird man Sauna-Weltmeister, Andreas? Um Sauna-Weltmeister zu werden, muss man einmal spezielle Öle haben, zweitens eine spezielle Show auch haben und ganz, ganz wichtig auch dann die guten Wedeltechniken bzw. die speziellen Wedeltechniken, die dann eben nicht jeder kann. Und so, das werde ich dir jetzt zeigen. Mal schauen, ob ich sie kann, damit ich auch mal was zu bieten habe. Das Wedeln wird auch Powerwachteln genannt. Die feuchte, heiße Luft nach dem Aufguss soll gekonnt verteilt werden. Kofler hat den Propeller erfunden, aber das ist nur was für Profis, wie man sieht. Genau. Da wird es ein bisschen warm ums Herz. So anstrengender als der V rumzulegen. Okay, da gibt es ja dieses sogenannte Anschlagen, wo sie dann immer so ganz, ganz fest das Handtuch schlagen. Genau. Ja, das machen vor allem die Deutschen. Ah, die Deutschen das wieder. Aber machen es ein bisschen gefühlvoller, feiner. Aber saunieren bedeutet nicht nur schwitzen, sondern auch ruhen. In der Südtiroler Open-Air-Sauna ist das natürlich besonders schön. Wie wichtig ist das Ausruhen, Andreas, beim Saunieren? Also man soll wirklich so lange ausruhen, wie man Sauna geht. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt 10 Minuten Sauna, dann soll ich Minimum 10 Minuten dann danach niederliegen und rasten. Und saunieren ist gesund. Das Stresshormon Cortisol wird gedrosselt und der Serotoninspiegel steigt. Wer krank ist, sollte die Hitze jedoch meiden. Sie ist zu viel für den Körper. Das heißt, du als passionierter Saunagänger warst schon lange nicht mehr krank, oder? Das ist lang her, absolut. Als Sauna-Weltmeister hat man keine Erkältung mehr. Das stimmt, ja. Okay, Andreas, ich wäre bereit für den zweiten Saunagang. Ich kann dir ja jetzt schon langsam gefährlich werden als Saunameisterin, oder? Ich kann ja schon das wachteln. Also, Sauna, da brauchst du noch viel mehr. Denn ein weiteres Geheimnis des Sauna-Weltmeisters ist das richtige Öl. Sauna wird es dann zum ganzheitlichen Erlebnis, wenn die heiße Luft duftet. Was gibt es da für unterschiedliche Duftnoten oder was für Unterschiede generell? Ja, also Duft ist nicht gleich Duft. Wichtig ist, dass in der Sauna, dass eben keine synthetischen Öle verwendet werden, sondern reine 100% ätherische Öle. Und dabei, also hat jeder Duft hat eben 3 Noten. Was heißt das? Kopf-, Herz- und Basisnoten? Ja, die sprechen unterschiedliche Sinne an. Eben die Kopfnoten sind eben für die spirituelle Ebene, sind also beruhigend. Dann gibt es die Herznoten, die sprechen also dann unsere Gefühle, unsere Emotionen an. Und die Basisnoten, also die sind stärkend, aufbauend und Lebensfreude, Energie. Oh, ja, das brauchen wir doch jetzt im Winter, oder? Ein bisschen Lebensfreude. Und Lavendelöl entspannt. Mit der passenden Profi-Ausrüstung folgt jetzt die Feuertaufe für Sandra. Also ich würde sagen, wir machen eine Probe. Du hilfst mir beim nächsten Weltmeisteraufguss, den ich jetzt zelebrieren werde. Jetzt gleich? Ja, genau, jetzt gleich. Oh, weltmeisterlicher Aufguss, ob ich das schon schaffe? Das habe ich gerade mal ein paar Mal gewedelt. Erwartungsvolle Gäste und 80 Grad Hitze. Feuerprobe für den Saunalehrling Sandra. Sie heizt dem Publikum ein und macht den Aufguss. Mit viel Gefühl natürlich. Das Ganze soll ja zeremoniellen Charakter haben. Ihr Mentor performt mit Ausschnitten aus seiner Lichtershow La Bella Vita. Damit gewann er auch den letzten Titel. Also ich habe heute zwar viel gelernt, aber das nächste Mal gehe ich wieder in die Sauna als Gast und nicht als Saunameisterin. Das ist mir zu anstrengend. Also, weltmeisterliche Grüße zurück ins kühle Studio.